Hallo, hier ist wieder Bernd von Saxbrick und der Saxvideotraining.com. Ihr seid hier in der Daily Saxophone Show und es geht heute um das Thema Blues und Blueslicks. Wo ist mein Gurt? Ach, der ist hier. Okay. Also, in der letzten Folge habe ich euch eine E-Blues-Tonleiter gezeigt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wenn nicht, könnt ihr die Folge suchen, könnt ihr das Video suchen. Das ist Folge 36, genau. Und ich zeige es nochmal, wie das ging. Also E-Blues-Tonleiter, es fängt beim E an, dann kommt das G, das A, das Seiten-B. Seiten-B ist oben A mit diesem Ding hier. Dann kommt das H, dann das D mit der Oktavklappe und das E. Das ist die E-Blues-Tonleiter. Können wir gerade nochmal hoch und runter spielen. Leitern ist immer dieser schiefe Ton hier, in unserem Fall das B, das ist die Blue Note, der Tritonus oder auch Kreuz 4 oder B5, gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Dieser schiefe Ton, der ist ganz interessant bei der Blues-Tonleiter. Also die Kreuz 4, das bedeutet, wenn ich eine Tonleiter hochspiele, ich fange jetzt beim E mal an und zähle einfach mal die Töne hoch. 1, das E ist 1, dann kommt G, das ist 3. Zwischendrin fehlt ja einer, ne? Wir überspringen einen, also 1, 3, das A ist der vierte Ton und das H ist der fünfte Ton. Und dieser Ton zwischen dem vierten und fünften, das ist der interessante Ton, das ist diese Blue Note. Nennt man entweder Kreuz 4, also erhöhte 4 oder B5, ne? Je nachdem von wo aus man den betrachtet. Okay, und wenn ihr Blueslicks spielt, bei den meisten Blueslicks ist das so, das spielt sich alles immer so ein bisschen um diese Blue Note rum ab. Ne? Also das sind immer Blueslicks, die so ein bisschen mit dieser Blue Note spielen, auflösen, wieder draufgehen und sowas. Ich mache jetzt mal ein typisches Blueslick. Ich fange einfach mal hier bei dem H an und spiele nur mal die Blues-Tonleiter nach unten. Das ist eigentlich auch fast die Blues-Tonleiter, aber das klingt ganz gut. Beim H an, dann kommt das B, die Blue Note, dann kommt das A, das G und das E. So, und jetzt kann man hier so ein bisschen mit dem H und mit dem B spielen. Also was habe ich gemacht? H, B, H. Na, ich bin vom H einen halben Ton runter aufs B, wieder zurück zum H und dann die Blues-Tonleiter ganz nach unten. Oder ich kann unten anfangen, beim Grundton starten. Jetzt habe ich das gleiche gemacht, ich bin nur von unten nach oben zum H, habe dann das B gespielt, nochmal zum H und dann wieder runter. Also das ist eigentlich dasselbe Lick, was ich davor hatte. Da war nur noch ein Stück vorne dran. Also ein Stück von unten nach oben gespielt. Ja, gut. Und so kann ich das machen. Ich kann immer irgendwie mit dieser Blue Note rumspielen. Das klingt immer gut. So, das zum Beispiel. Ich fange beim B an. B, H, B, H und dann gehe ich hoch aufs E oder auch aufs D oben. Ja, das könnt ihr mal probieren. Also B, H und dann das D oben. Und wenn es geht, ein bisschen schneller. Und dann danach gehe ich wieder auf das B und spiele vom B runter zum E, zum Grundton. Das setzt sich zusammen. Das erste ist das hier. Das zweite vom B runter. Statt D oben kann ich auch ein E nehmen. Okay,
sind eure Blueslicks für heute. Ich habe unten auch die Noten reingeschrieben, das habt ihr vielleicht gesehen. Dann könnt ihr die auch ablesen, wenn ihr die Noten lesen könnt. Und die könnt ihr üben. Also, das erste war das hier. Das zweite war das hier. Das dritte Lick war das hier. Oder? Okay. Jetzt habt ihr ja was zu üben. Erstmal, ne? Geht ruhig nochmal zurück, schaut euch das Video nochmal an, schaut euch die Noten an und dann könnt ihr das üben. Versucht so ein bisschen ja, mit den Tönen klarzukommen, versucht schneller zu werden. Und wenn ihr das ein paar Mal gespielt habt, macht es auswendig. Das ist auch ganz wichtig. Legt die Noten weg, ihr braucht keine Noten. Versucht es einfach nur zu verstehen und dann könnt ihr das auswendig spielen. Das ist immer gut, wenn man improvisiert, dass man das ohne Noten macht. Dass man das mit den Ohren macht, ein bisschen was weiß vorher. Aber hauptsächlich mit den Ohren spielt, das ist ganz wichtig. Und ja, dann habt ihr was zu tun. Gut, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr gerne hier unten in den Kommentarbereich was reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das positiv bewertet. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr gerne wissen wollt. Wenn ihr Vorschläge habt für neue Videos, schreibt die unten rein. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.